Tesla ist ein Angriff auf die Wasserversorgung der ganzen Region. Ich bin Steffen Schorcht, ich bin Anwohner. Ich wohne nur 1000 Meter weg von der Gigafactory. Wir haben hier eine sehr wasserarme Region. Wir haben wenig Niederschläge und wir haben fallende Grundwasserstände. Und jetzt kommt so ein Großverbraucher. Das sind ungefähr Wassermengen für 40.000 Menschen, die eben vorgehalten werden müssen. Der zweite Aspekt ist, dass Tesla im Wasserschutzgebiet steht und dadurch immer eine Gefahr da ist, dass Schadstoff in den Boden und dann in das Grundwasser kommt. Wir sind als Bürgerinitiative Mitglied des Bündnisses Tesla den Hahn abdrehen. Tesla den Hahn abdrehen ist ein Bündnis aus vielfältigen Gruppen aus Berlin und Brandenburg. Wir haben das Bündnis gegründet, um uns gemeinsam für Wassergerechtigkeit und eine sozial-ökologische Mobilitätswende einzusetzen. Wir haben hier dieses Protestcamp dieses Wochenende aufgebaut und demonstrieren mit vielen, weil am Donnerstag die Gemeindevertretung die Tesla-Erweiterung stoppen kann. Die Mehrheit der Menschen in Grünheide hat mit einem Nein gegen die Erweiterung gestimmt. Und jetzt ist es an der Gemeindevertretung, diesen demokratischen Willen zu achten und sich endlich für Wasserschutz einzusetzen, anstatt weiter Teslas Profiten zu dienen. Wir sind seit 2019 aktiv in verschiedenen Bereichen und jetzt kommen plötzlich 2000 Menschen hierher und unterstützen uns. Das ist beeindruckend. Ich möchte mich noch mal an meine Mitbürgerinnen und Mitbürger wenden hier in der Region. Es hat natürlich hier Einschnitte gegeben. Man muss auch einfach mal sagen, was ist eine Gigafactory gegen eine Halbtagessperrung der Anwohnerstraßen? Da sind die Relationen doch ganz klar und damit ist auch klar, auf welcher Seite wir gemeinsam stehen.